Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Woran man häufig erkennen kann, dass Windkraftanlagen nicht richtig performen. Ganz einfache Sache, habe ich schon mehrfach erlebt. Wenn Sie das interessiert an einem krassen Beispiel, das hier zu sehen ist, dann hören Sie mir weiter zu. Tja, das kurze Vorrede erst. Und zwar, ich bin dann zwischen Kiel und Hamburg, bin ich mal an einer Anlage vorbeigefahren, beziehungsweise einem kompletten Windpark, da sind 5 oder 6 Stück. Katze, ich brede. Und dann habe ich die Kamera nicht schnell genug rausgekriegt. Zeitnah bin ich dann in der anderen Richtung aber nochmal vorbeigefahren. Und dann habe ich dieses schöne Bild geschossen und dann habe ich dieses Bild einem bekannten Professor vorbeigeschickt und habe gesagt, schauen Sie mal, meines Erachtens klappt das irgendwie nicht so ganz. Oh, Störung im Bild. Und dann hat der mir zurückgeschrieben, das ist bekannt, der Park performt nicht richtig. Jo. Und dann gucken wir uns das Bild nochmal an, was da passiert. Ja, erstmal kurz nochmal zur Erklärung. Diese Maschine da oben, die dreht im Uhrzeigersinn so rum. Und was Sie hier sehen, ist die sogenannte Druckseite. Das ist die Seite, die bei einem Flugzeug auf der Unterseite ist. Und normalerweise, also bei Flugzeugprofilen oder bei alten Flugzeugprofilen wie bei Clark Y, die sind unten glatt, also da wäre diese Seite glatt und oben sind sie gewölbt. Aber diese Profildicken, das sind dann 10% dicke Profile, aber die Profile sind ja 20, 30, 40% dick, da geht das nicht mehr. Dann macht man das so, dass man die Profile quasi symmetrisch macht, aber auf der Druckseite, die sehen Sie hier, dann quasi eindellt und also quasi eine Delle macht. Die sind quasi symmetrisch und dann haben die eine Delle, also vor der Hinterkante. Die bewirkt zum einen, dass die Strömung nach unten abströmt. Und zum anderen, Sie haben ja, wenn Sie was, die Strömung, also eine Delle bewirkt eine Verzögerung der Strömung. Wenn Sie jetzt sich die Bernoulli-Gleichung angucken, langsame Strömung hat viel Druck, spannenderweise, und umgekehrt wenig Druck. Wenn ich die Strömung da verzögere, dann habe ich da in dem Ding, wo ich irgendwo eine Kavitation oder wie soll ich das nennen, eine Kavitation mache, habe ich dann dadurch, kriege ich dann den Auftrieb des Profils. So. Ja, und wenn wir uns das jetzt hier angucken, ich vergrößere das jetzt nochmal, ich versuche das nochmal zu vergrößern. Dann habe ich hier das Rotorblatt und dann habe ich hier die Anströmung und hier habe ich Dreck da drin. Da habe ich Dreck drin. Und daran erkennt man, dass ich hier irgendwie Ablösung habe. Ja, so eine Ablösung. Und zwar scheint man hier einfach diese Delle da zu stark gewählt zu haben. Und dann kann die Strömung der Kontur nicht mehr komplett folgen und da wird sich wahrscheinlich in der Delle wird sich dann ein Wirbel ausbilden oder was auch immer und die Strömung strömt über den Wirbel drüber. Aber dann fehlt ja innen diese Kavitation, diese starke Druck, die starke Verzögerung, Entschuldigung, der Strömung und dann erreichen die Profile die Performance nicht mehr und dann funktioniert die Anlage nicht so richtig. Ein bisschen fies ist diesbezüglich, dass im Außenbereich hier die äußeren 30% funktionieren dann doch. Da merkt man das nicht so ganz, aber hier ist schon richtig viel Geld weggeworfen worden. Aber ab hier bis hier innen rein, da klappt das nicht richtig und man erkennt daran, dass eine Maschine nicht läuft. Habe ich schon an mehreren Sachen erlebt, habe ich schon bei Enercon gesehen, bei der alten Winglet-Konstruktion. Einfach am Dreck, da hat man Ablösung oder irgendwas tritt da auf. Es kann auch eine Wiederanlegelinie sein, das ist ganz kompliziert. Aber es deutet irgendwie auf Wirbelsysteme hin, damit die Strömung so verzögert und da legt sich auf Dauer, hat man da Dreck. So. Ja, und jedenfalls daran erkennen Sie, dass die Maschine nicht richtig funktioniert. Und das ist halt so. Gut, jetzt werden Sie mir noch fragen, wie kriegt man das hin? Also ich wollte mich ja als Maschinenoptimator selbstständig machen.
mich wollte keiner haben, also irgendwie scheinen Leute von der Meinung, von der Idee auszugehen, stell da so ein Ding hin und es funktioniert, das sehen Sie daran, da kommt nichts raus. Man könnte hier, also auf jeden Fall muss man hier eine Störung aufkleben, wie beispielsweise kleine Wirbelgeneratoren, ich verweise auf mein anderes Video, oder vielleicht reicht auch dickes Zackenband, wo man dann die Strömung mit von außen beigeführter Energie dazu zwingt, diese Delle auch wirklich sauber zu durchlaufen, und dann würde das Ding mindestens 5%, ich gehe mal auf 5, 6, 7 bis zu 10% mehr Performance da kriegen. Bei dem Blatt, da kriege ich locker 15% raus, wenn man diese anderen Sachen, wenn man andere Sachen noch macht, aber die will irgendwie keiner haben. Ja, so, gut, das war das, also eine Lösung gäbe es auch. Und dann auch noch, das habe ich beim ersten, wollte ich beim ersten Video einspielen, habe ich das vergessen, wie kann überhaupt sowas passieren? Tja, dazu muss man wissen, also ich gehe davon aus, dass das Profile der Delfter Profilfamilie sind. Also die hat man an der Uni Delft erstellt. Und der Gag bei diesen ganzen Dingen ist das, dass diese Delfter Profilfamilie hinten an der Hinterkantendicke so hat. So, die ist normalerweise nicht spitzkantig hinten, sondern die ist so, sind so, die gehen dann so auf und die haben dann tatsächlich eine Hinterkantendicke. Die sind relativ dick, die gehen dann, wenn die da so sind, haben die dann locker eine Hinterkantendicke von geschätzt mal 20 cm. Und das ist fertigungstechnisch blöd, weil man will ja die Hinterkante da zusammenpappen. Nur eine spitze Hinterkante. Tja. Und ich gehe davon aus, dass da einer der Delfter Profile verwendet hat. Katze, ich komme gleich. Ich gehe davon aus, dass da jemand Delfter Profile verwendet hat und hat die dann einfach im CAD-System modifiziert und dann hinten zusammengeklebt. Und dann funktioniert das halt alles nicht mehr. Das kann man, das ist das Teuflische. Da modifiziert einer einfach irgendwie aus Fertigungsgründen an so einer Anlage rum und dann ist klar, also dann brauchen wir auch keine Aerodynamiker mehr, wenn irgend so ein Dödel da im CAD-System irgendwas macht. Und das ist das, weswegen da solche Sachen rauskommen. Ja, das ist die Sache. Also nochmal zu kurz. Man erkennt, wenn eine Maschine nicht richtig läuft, bei so Sachen wird es Ablösung sein. Man erkennt auch wieder Anlegelinien oder andere Sachen. Das machen wir auch nochmal. Das ist ganz kompliziert. Da sind ja unsere induzierte Widerstand, da habe ich ja meine beiden Wirbel, wie bei einer Tragfläche vom Flugzeug. Aber beim Rotorblatt sieht das noch viel komplizierter aus, so ein Ding. Das sagt Ihnen auch kein Lehrbuch, kein Hau und kein, wie sie auch alle heißen, das wissen die alle nicht. Ich weiß es, das wissen nur wenige Leute. Aber hier, Dreck, gibt es auch Beispiele, wenn Sie so Winglets dran haben, da hat die ganz alte Enercon-Serie an ihren Winglets auch Ablösung gehabt, da sah man im Knie, sah man dann Dreck, da musste ich laut anfangen zu lachen. Auch hier sah man es am Dreck oder bei anderen Profilen von, wer weiß nicht, von Keller, von kellerischen Blättern, da sah man dann, wie der Dreck dann das weglief. Da sah man auch, die Dinge können nicht funktionieren. Gucken Sie nach dem Dreck und dann sehen Sie, irgendwas passt da nicht im Allgemeinen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal.